Ja, mal wieder ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Landwirtschaftssimulator 15. Ja, was mache ich hier? Weiß ich selber nicht so ganz genau. Ich versuche hier irgendwie diesen Kurs einzufahren. Natürlich hat sich mal wieder der MAN festgefahren. Aber das kann ich jetzt im Moment erstmal ignorieren. Weil eigentlich bin ich froh, wenn ich dieses Ding hier irgendwie eingefahren kriege. Weil im Moment das Spiel auch so ein bisschen hakt, muss ich sagen. Ob das alles so richtig ist, wie ich das hier mache, sei nochmal dahingestellt. Das springt hier mal so ein bisschen. Ich werde das ja einfach mal so versuchen. So. Wegpunkt setzen, so einen Kreuzungspunkt setzen und Attacke, weiter geht's. Ja, ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Also bis jetzt sage ich mal so, hat es funktioniert. Ne? Aber ich werde gleich mal sicherheitshalber mal, wenn das so hakt, hier werde ich gleich mal, wenn ich da oben angekommen bin, lieber mal zwischenspeichern. Nicht, dass ich den ganzen Spielerei hier nochmal von vorne anfangen kann. Weil das ist irgendwie blöd. In letzter Zeit ist es so, dass das Spiel öfter mal abstürzt. Warum das so ist, weiß ich selber noch nicht so ganz genau. Wird sich vielleicht irgendwann noch mal rausstellen, warum. So, jetzt speichere ich das Ganze lieber mal ab hier. So, dann starten wir das Wendemanöver. Da er vielleicht hochheben muss noch. Ich weiß nicht, ob der das alles mit aufzeichnet. So, Wendemanöver ist beendet und zurück geht's. So. Ob das so richtig ist, dass man das hier so einfahren muss jedes Mal. Weil für diese Map gibt es keine Cosplay-Einstellung. Muss man hier wirklich tatsächlich echt so alles so einfahren, ne? So, und wieder am Ende angekommen. Das ist ganz schön aufwendig hier. Kann man das vielleicht anheben, dass das da nicht so rüberhüpft? Das Anhebe fährt da irgendwo hin. Ja, jetzt wird natürlich diesen doofen Transender mitten im Weg gestellt. So, zack, quer durch den Baum durch, egal. Ich sehe zwar nichts. Egal. Ja. Naja, jetzt sind wir schon bei 41% Füllvolumen. Denke ich mal, werde ich wohl, wenn ich den die Rasenfläche hier so sehe, werde ich das wohl auch in zwei Teilen machen müssen. Zwei bis drei Teile. Weil sonst fährt der weiter. Das habe ich bei der großen hier, bei der ganz großen Fläche, die da vor uns ist, da habe ich das gehabt. Der fährt da einfach weiter und weiter und weiter und weiter, mäht alles ab, aber es bleibt nicht liegen. Das heißt, das ist weg. Was jetzt auch blödsinnig ist. Weil zu verschenken hat man ja noch nichts hier, ne? Guti, guti, ja, weiter geht's. Ja, wenn sie einer mit diesem Cosplay, wie auch immer das ausgesprochen wird, eventuell ein bisschen besser auskennt wie ich, was jetzt nun eigentlich keine Kunst ist, ein bisschen mehr wie nichts zu wissen, der kann sich ja mal irgendwie in den Kommentaren äußern, wie das hier tatsächlich richtig funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist, was ich hier mache.
Es gibt da bestimmt eine bessere Variante für, als das so zu machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Kreuzungspunkte hier setzen muss oder ob einfach Wendemanöver reicht. Vielleicht lässt sich das auch irgendwie ja kopieren hier oder so, dass man sagt, okay, man kopiert einfach jetzt die Spuren auf den Rest des Feldes oder so. Weil wenn ich dieses große Feld so abfahren sollte, da bin ich ja 2 Tage mit beschäftigt. Das füllt auch diverse Silos, würde ich mal vermuten. Gute Frage, nächste Frage. Zum Glück habe ich hier auch ein bisschen an dem Ding rum modifiziert. Also den Wendekreis hätte ich mal kleiner machen sollen. Weil der fasst jetzt hier etwas mehr wie die 80.000, die vorher reingegangen sind. Und ja, die Geschwindigkeit ist von 11 km/h, ich sehe ein bisschen angehoben auf 49. Weil, wie gesagt, das ist man ewig hier unterwegs. Weil mit 11 km/h hier über den Acker bügeln, da hört der Spielspaß schnell auf. Und muss ja nicht sein, ne? So, bremst doch einfach so. Ich fahre in diesem Fall fahre ich jetzt auch über die Tastatur, weil da reagiert er etwas schneller drauf als über das Joypad. Das ist bei den Sachen dann, denke ich mal, etwas sinnvoller hier. Wie muss ich ja sagen, verliere ich hier so ein bisschen die Lust im Moment, so mit diesem Rauf- und Runtergejuckel hier, ne? Ich meine, nebenbei mal was trinken, wobei zum Trinken ist eigentlich die Strecke ein bisschen kurz, ne? Trinken am Steuer, schon geht die Schlenkerei los. Sehe wieder nichts. Ich glaube, ich habe von diesem Kurs habe ich schon mit einem anderen Mähwerk was eingefahren, deswegen war da eben diese Markierung. Ja, wann speichere ich den denn den? 60, 70, 80%? Oder fahre ich ihn bis 100 voll? Ach, ich fahre den jetzt bis 100 voll. Ich glaube, hier ab jetzt setze ich diese Wegpunkte hier nicht mehr, diese Kreuzungspunkte. Ich glaube, das tut nicht Not. So, ich mache jetzt einfach hier ein Wendemanöver Ende. Ach, habe ich schon. Mal ein Wendemanöver und dann ist gut. Bei Wendemanöver beginnen und Ende muss doch reichen, oder? Also hier wäre natürlich genial, so ein modifiziertes Mähwerk, so 40 Meter, fünfmal hin und her gejuckelt, Karre voll. Da könnte ich ja vielleicht noch mal ein bisschen dran rumdoktern. Vielleicht finde ich die Einstellung noch. Wo war die Breite vom Mähwerk angegeben ist. Irgendwie rutscht er ganz schön über die Räder hier. Vielleicht liegt das daran, dass er schon so voll ist. Ja,
Ich gehe mal davon aus, dass beide Mähdrescher jetzt da hinten voll sind. Aber naja, muss es halt warten. Ist ja schließlich nur mein Diesel, den die verbrauchen. Also von daher ist es nicht so tragisch. Wenn sie leer sind, sind sie halt leer. Müssen sie halt auf den Tankwagen warten. Zweifelsfall können sie ja noch die Klimaanlage ausmachen, dann brauchen sie nicht so viel Diesel. Passt das schon. So, wieder mal wenden hier. Oh, das ist ja irgendwie, ist das ja nervig. Das hier nachher funktioniert. Bin ja mal gespannt. Wir sind hier ein Haufen Punkte auf der Wiese jetzt. So, was haben wir jetzt? 68%. Ein Stück übersehen, aber ist nicht schlimm bei der Wiese hier. Die schiebt auf jeden Fall ganz schön über die Vorderräder. Das kann man so sagen. Ich habe den hier nach der Modifikation habe ich den noch nie voll gefahren. Ich weiß also gar nicht, was da jetzt tatsächlich reingeht. Ich glaube 300 noch was. Aber ich weiß auch gar nicht, ob der denn überhaupt noch fährt vernünftig. Also wenn es mir, wie gesagt, bei den Anhängern ist es mir ja passiert. Also bei 500.000 fahren die halt einfach nicht mehr. Beziehungsweise lassen sich durch die Realität, sage ich mal so, lassen die sich leider nicht mehr steuern, weil die bringen so viel Druck auf die Deichsel, dass die Trecker und LKWs und was auch immer trotz Gewichten einfach vorne hochgehen. Perfekt so ein Wheelie machen, nützt man nur nichts, weil müsste, wenn denn die Lenkung irgendwie hinten noch drauf sein, mit so einzeln die Räder bremsen kann, um dann halt eben rechts und links zu fahren. Meine, bei normalen Treckern geht das ja. Da kann man ja die Räder separat bremsen, ob rechts oder links. Und Trecker kann ja schließlich auf der Stelle drehen. Also zumindest konnten es die alten. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei den neuen Treckern, ob das da auch noch geht. Aber mit den alten konnte man halt auf der Stelle drehen. Das ging. Weil die Räder waren im Prinzip einzeln bremsbar. Man musste halt nur aufpassen, wenn man halt vom Feld runterkam und wieder auf die Straße gefahren ist, dass man dieses Sperrblech, was man an den Pedalen hatte, dass man das halt eben einfach wieder rübergeschoben hat. Weil ansonsten hat man auf der Straße nämlich eine Schwalbe gemacht und lag im Graben. Weil man halt einfach nur eine Seite gebremst hat und ja, nur eine Seite bremst, macht man halt mal ganz schnell einen Abflug. Ja, ich habe früher viel in der Landwirtschaft geholfen. Also schlimmsten war die Zeit, wenn es denn ging, die Strohballen zu machen, weil ich sag mal, die Drescher früher waren nicht so wie die heutigen, dass man da im Prinzip sich reingesetzt hat mit einem, ich sag einfach mal, Nadelstreifenanzug und ist ausgestiegen und hat nicht mal eine Schweißperle auf der Stirn gehabt. Das gab es früher so in der Form nicht. Also da war wirklich noch das ganze richtige harte Körperarbeit. Wo man Klimaanlagen in Hightech, High-Class PKWs kannte, aber nicht in einem Trecker und schon gar nicht in einem Mähdrescher. Teils saß man da halt einfach auch noch im Freien. Das heißt, man war allen Witterungseinflüssen, Wind, Sonne, Staub komplett ausgesetzt und ja, man hat danach ausgesehen wie ein Schwein. Weil durch diesen ganzen Staub vom Dreschen
Das zog in jede Ritze und Kante. Also man hat den Abend dann immer eine mächtige Freude gehabt, weil es überall an jeder Ecke und Kante gejuckt hatte. Ja, und man dann halt einfach sich wirklich auf die Dusche gefreut hat und da einfach eine braune Suppe runterlief von dem ganzen Mist, was man so vom Feld mitgebracht hat. So, und dann kamen sie dann immer auf die lustige Idee, ja, wir können ja eigentlich jetzt noch gleich die Strohballen hinterher machen. Ja, und dann saß der Bauer, Landwirt, Agrarpsychologe, wie sie sich auch immer nennen heutzutage, der saß dann vorne halt auf seinem Trecker. Und hinten saßen die doofen Hiwis auf dem Anhänger, im Gummiwagen. Und da haben die Strohballen gestapelt oder auch Heuballen, je nachdem, was man gemacht hat. Und da haben die halt auf dem Anhänger ja, zu Riesenbergen aufgetürmt. Und ja, abends war man dann froh, wenn man sich überhaupt noch bewegen konnte und es nicht irgendwie an den Haarspitzen gejuckt hatte. Ne? Das waren also schon ganz andere Zeiten wie heute. Heutzutage, ja, da werden die Ballen genommen, da sitzt da vorne in so einem klimatisierten Trecker, teilweise GPS gesteuert. Sowas ähnliches hier wie dieses Cosplay, sage ich einfach mal. Da wird der Feldkurs wird auch im Prinzip berechnet. Das wird per GPS errechnet und dann kann man über Laptop und Onboard-Software das so programmieren, dass der Trecker da im Prinzip von alleine rauf und runter fährt. Ja. Haben jetzt auch nicht alle, sondern es ist wirklich nur diese hochmodernen Dinger, die auch richtig Kohle kosten. Und ja, da muss man halt nicht so ganz wirklich viel mehr selber machen. Ne? Wenn man dann halt eben tatsächlich nochmal Heuballen oder Strohballen macht, meistens sind es diese Rundballen, die halt eben überall in jeder Ecke und Kante auf dem Feld rumliegen, weil die meisten ja gar keine Viehwirtschaft mehr machen. Somit wird halt also auch weniger Heu und Stroh verbraucht oder gebraucht, sagen wir es so. Und ja, somit liegt das Zeug halt eben meistens auf den Wiesen rum und fault so vor sich hin. Ne? Wenn denn tatsächlich nochmal was, ja, dann das. Sag mal, kleinere Maschinen, die die Ballen im Prinzip hinten rausschießen sozusagen und in so einen, ja, so eine Art Auffangbehälter, Auffangwagen zum Gitter reinschleudern sozusagen und da braucht nicht hinten noch irgendwie einer stehen oder so. Also da wird es denn erst interessant, wenn die im Prinzip eingelagert werden und man sie da stapeln muss. Ja. Aber da ist man halt eben nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt. Das machen die ja so meistens in der Scheune. Und somit ist das schon etwas angenehmer. Ich meine, es ist zwar noch ein bisschen Knüppelarbeit, aber ist nicht mehr ganz so schlimm. Weil ich sag mal, diese Rundballen, ja gut, die lassen sich per Hand sowieso nicht mehr wirklich bewegen. Da gibt es dann dementsprechende Gerätevorsätze für, dass man die Dinger überhaupt noch bewegen kann. Von daher also, es ist alles schon ein bisschen einfacher geworden. Na? Problematik ist halt immer wieder dieses, es wird zwar einfacher, die Geräte an sich werden teurer. Mal so für so einen Schlepper mal eben schnell mal 100.000 oder auch 200.000 auszugeben, ist überhaupt gar kein Problem. Und da hat man dann wahrscheinlich noch nicht mal wirklich was richtig Tolles. Nur man muss das Zeug ja irgendwo, muss man die Kohle ja auch wieder herkriegen. Und da halt viele Sachen aus dem Ausland kommen, das geht wie gesagt mit Äpfel, Tomaten und weißer Deibel los, Zucker, Zuckerrüben und, werden hier weniger verbraucht bzw. benötigt, weil der Zucker halt eben aus dem Ausland kommt. Ja, dann kriegen die Landwirte natürlich dann auch nicht mehr so viel dafür. Na? So, ich würde sagen, hier sagen wir jetzt ist kein Wendemanöver, hier Stopp. So, das Ganze speichern wir jetzt einfach mal unter. Moment, wo sind wir hier überhaupt? Auf 20. Das heißt, wir sagen einfach mal 20 Teil 1. Speichern.
20 Teil 1. Okay. So, und dann machen wir das aus. Aus, hoch, einklappen. Gucken wir eben, warum der Vogel wieder dagegen gefahren ist. So, kriegst du es jetzt hin, ohne da nochmal gegen zu fahren? Natürlich nicht. Der ist zu doof hier. Eindeutig. Ja, so komm. Fahr da jetzt hinterher. Mach deinen Job. So, jetzt darf ich wegen dem alles wieder durchschalten. Halt, da waren wir eben. So. Das klappen wir jetzt mal ein. Und dann fahren wir, würde ich sagen, hinten rum. Ich glaube, das ist der kürzere Weg. Ja, wir fahren, wenn es gehen würde, mal im hier außen rum. So, Schlitter, da steht immer noch der Trennsem im Gras. Alter Schwede. Ist das ein Gerutsch hier? Uiuiuiuiui. Brems. Ja, knapp 300.000 ist wohl ein bisschen viel für das Fahrgestell. Jetzt auch nicht mit gerechnet, muss ich sagen, dass das so realistisch reagiert hier, wo ich das ein bisschen überarbeitet habe. Weil das Ding fährt ja überall hin, und nicht dahin, wo es soll. Das ist ja ein wildes Gerutsche hier. Naja, gut, aber da kann man zur Not noch mit leben. So, gib mal den Mist mal hier hin. Nein, Mist ist es nicht, es ist Gras. Mal hier mal ein bisschen Gras noch mit reinkriegen. Ja, guti. Was wollte ich denn noch? Was wollte ich noch? Ich könnte rein theoretisch. Genau, das machen wir noch. Den Bock fahren wir ja erstmal wieder auf die Wiese zurück. Kuh, halt die Klappe. Und zwar fahren wir den Bock jetzt erstmal wieder zurück. Der fährt leer schon so komisch. Hallo, lenken. Diese Bäume, das ist das nächste, was verschwindet. Schlitter. So, das stellen wir hier hin. Dann fahren wir erstmal diesen Trans-Am hier wieder weg. Hui. Hui. So, weg mit dem Ding. Und zwar brauchen wir den halt. Bremse lösen, Kamera und Attacke. Und der ist vom Sound her, finde ich den noch nicht so das Schönste. Aber der hat Kraft. Und zwar brauchen wir die Kraft jetzt, weil wir zwei Anhänger ziehen möchten. Und zwar müssen wir, wo müssen wir denn überhaupt hin? Irgendwo da hinten hin, glaube ich, ne? Ich glaube, da müssen wir hin, genau. Ja, wie ich diese Luzerne oder was hier, also dieses lilane, rosane, wie es auch immer ist, ernte, weiß ich auch noch nicht. Ist auf jeden Fall reif, aber lässt sich irgendwie nicht ernten. So, weil hier stehen nämlich diverse Silos von diesem Riesenfeld hier, das rechts ist. Da ist Silage drin. So, das Ding ist hier zu 100% voll. Das heißt, wir können hier erstmal leer fahren. Prozent Häckselgut ist da auch noch drin. Okay.
Das ist das, was ich da reingekippt habe. Ja gut, das wird dann zur Silage. Ich da so sehe, kann ich da auch etliche Male fahren, weil 190.000 gehen in die Anhänger rein, da sind jetzt noch 640.000 drin. Das wird noch ein wildes Gejuckel, weil in den anderen ist ja auch noch was drin. Die da vor uns stehen, da ist auch noch Silage drin. Aber da ist nicht so viel drin, da sind 200, ich glaube 200.000 sind da drin. Aber die sind auch nicht mehr alle ganz voll. Also auch Silage ist genug da. Deswegen habe ich die Felder jetzt an sich auch gar nicht mehr großherrlich bewirtschaftet. Da ist auf einem oder anderen ist noch Dings drauf. Da ist noch Raps, ne Mais habe ich da drauf gepflanzt. Vollmond. Weil ich wollte mal gucken, wie diese neue Erntemaschine da. Erntevorsatz funktioniert. Jetzt habe ich gesagt, okay, dann mache ich da einfach mal ein bisschen Mais drauf. Das läuft über diesen Krone Big. Oh Kater, wieder wach geworden. Oh, das dauert ja halbe Ewigkeit hier. Das krümelt da ja nur raus. Oh, wie fett das noch? Hallo? Ein Bremse anziehen vielleicht? Sechzig, 170. Oh, wow. Ich sehe gerade, die untere Anzeige könnt ihr gar nicht sehen in dem Video. Das ist ja doof. Ah, das ist wegen dem 16 zu 9 Format. Ja gut. Wir sind jetzt 180. 190.000 drin im ersten. So. Oh, der dreht jetzt schon durch. Dann ziehen wir die Handbremse an und warten drauf, dass der nächste Trailer voll wird hier. Aber ich sehe da schwarz, dass diese Zuchtmaschine das schafft. Ich glaube, das wird mehr ein wildes Geschlitter als ein vernünftiges Fahren. Die Chipstüte gibt auch nichts mehr her, ja. Naja. Eh gleich Feierabend hier für mich. Ach ja. Naja. 280.000 haben wir schon, noch 100.000. Nur 380.000 sind die beiden Trailer voll. Und hoffen, dass das Ganze funktioniert, dass wir hier wieder wegkommen. Nicht, dass dasselbe geschieht wie mit diesem anderen Auflieger, dass alles vorne hoch geht und nichts mehr lenkt und naja, einfach mal abwarten. Nur 330.000. Maß füllt sich. Können wir von dem ersten schon mal die Plane zumachen. Das ist dreckig.
365.096%, 370.097%. Naja, wir haben es ja gleich geschafft. So, 380.000. Die zweite Plane zu, die Handbremse los und hoffen, dass es noch fährt. Ja, ist klar. Der durchdreht. Eieieiei. Da sagt man, Tatra kommt überall durch. Was ein Tatra hier ist. Von eben mal gucken hier. Ja. Meine, hübsch bunt ist das ja, ne? Also, auch so mit den Lenkdings da und so weiter. Schon gut gemacht eigentlich. Altes Nokia-Handy da eingefriemelt. Oben mit Fahrerkarte und allem drum und dran hier, ne? Vorne Frontspiegel. Denn wenn man einsteigt, sitzt man halt immer erstmal drin. Hui, Schlitter, Schlitter. So, wo müssen wir denn rein? Da hinten müssen wir rein. Keine Lenkbewegung zu viel machen, weil sonst liegt man gleich in der Ecke. Ja, danke. Die sind schon zuerst da. Ist klar, passt schon. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal doch einen Trecker vorhängen. So, fahren wir gleich hier außen rum. Machen wir mal die Planen wieder auf. Weiß ich. Was wird denn da überhaupt angenommen? Stroh? Ich glaube, ne? Die liegt alles voller Eier. Muss ich eigentlich auch mal irgendwann einsammeln. So. Nun haben wir. Da wird keine angenommen. Das weiß ich doch. 396.000 und auskippen. Das Auskippen geht irgendwie schneller. So, das soll es denn auch für mich hier heute vom Landwirtschaftssimulator 2015 gewesen sein. Ich sage einfach mal danke fürs Zusehen, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2015. Oder vielleicht auch was anderes. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und sage ciao.